Okay, es geht los. Ja, diesmal wird es nicht die erste Minute, so wie im Hinspiel. Fabi! Weiter! Boah, Digga, der muss eigentlich rein, ne? Holy shit. Der muss eigentlich rein dabei. Und das war jetzt auch wieder Käse. Aber Hertha ist da. Und wieder über Rehse. Und die Flanke ist Murks, aber die kommt trotzdem noch an. Ah. Nee, das war Murks. Boah, Hertha ist da. Hertha ist auf Betriebstemperatur. Über Umwege. Über Umwege ist der Ball noch scharf, jetzt nicht mehr. Boah, Magdeburg kriegt den Ball gar nicht weg, ne? Gefällt mir richtig gut jetzt, die ersten 13 Minuten. Das wäre dann das erste Mal seit langem mal zwei Siege in Folge, wenn wir das hier durchkriegen würden. Rese. Das ist gut. Ah. Tabakovic. Es ist doch jedes Mal so. Das ist auch kein Abseits. Es ist jedes Mal so, Alter. Meine Fresse. Und du hast wieder einen Rückstand hinterher. Und du spielst wieder nicht zu null. Hervorragend. Das wäre so ein wichtiges Spiel, Leute. So ein wichtiges. Digga, wir könnten auch. Wir haben noch kein Flutlichtspiel, ne, gewonnen im Olympiastadion. Diese Saison erstens. Wir könnten im Vergleich zur Hinrunde auf plus 4 Punkte kommen, weil dann von Magdeburg dann noch Punkte dazu kommen. Boah, die ersten 18 Minuten waren so gut, ne? Und dann ein Kontakt oder eine Möglichkeit von Magdeburg. Und schon ist dieser Ball drin. Das ist unfassbar. Ja, er hat jetzt den Faden komplett verloren. Das war so gut, die ersten 18 Minuten, Alter. Und dann verlierst du so komplett den Faden, Alter. Es ist genau das passiert, was jedes Mal passiert. Du kriegst ein Gegentor und lässt dich komplett aus dem Konzept bringen. In Fürth ist das nicht passiert. Du kriegst den Ausgleich und spielst einfach den Stiefel weiter. Und hier kriegst du das Gegentor und bist komplett abgemeldet, ey. Es ist jedes Mal das Gleiche. Guck mal, Rese geht durch. Er gibt den Strafstoß. Rese wieder. Er gibt jetzt doch den Strafstoß. Warte. Kann man sich sehen. Ja, klare Nummer. Klare Nummer. Zack, und weg da, ja, und weggetreten. Trifft erst den Ball, aber dann zieht er eben, aber dann tritt er eben, ja. Und dann tritt er eben unter den Fuß. Und Rehse freut sich, dass er, und Rehse freut sich. Und damit können wir jetzt wieder ins Spiel kommen. Weil das Spiel war komplett tot eigentlich. Das Spiel war komplett tot unserer Seite aus. Und mit der Nummer können wir jetzt, da können wir jetzt eigentlich aus der Nummer, jetzt können wir da wenigstens wieder was Gutes draus machen.
Rehse schießt sogar selber, weil normalerweise ist ja Tabakovic der Elfmeterschütze. Ja. So, jetzt komm, hau das Ding rein und dann machen wir einfach da weiter, wo wir die ersten 18 Minuten aufgehört haben. Dann machen wir da weiter, wo wir die ersten 18 Minuten aufgehört haben. Komm schon, Fabi. Ja, souverän. Fabian Rehse, da ist er wieder. Sehr gut. Und jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben nach den ersten 18 Minuten. Komm schon. Das 1-0 war nur ein Betriebsunfall. Das war nur ein Betriebsunfall. Komm schon, weiter geht's. Muss ich schießen. Oh! Er kommt durch. Das muss rot geben. Ja, rot. Klare Notbremse. Und runter mit dir! Jawohl! Und tschüss, Junge! Klare Notbremse. Und runter mit dir. Lukas Schuler ist das, glaube ich, ne? Ist das Schuler? Aber ganz klare Notbremse, aber sowas von. Und runter mit dir. Hugo Ne ist das, sorry. Bam, Junge, und weg damit. Ups. Ein paar Meter weiter vorne, der hätte gelb gekriegt, weil Doppelbestrafung gibt es ja nicht mehr. Weil Doppelbestrafung gibt es ja nicht mehr, aber. Das ist eine ganz klare rote Karte. Ja. Check das nochmal, aber ich glaube nicht, dass sich das ändert, oder? Ja, er geht schon mal in die Kabine. Und tschüss. Yeah! Endlich spielen wir mal in Überzahl. Komm, Leute, das müssen wir doch jetzt nutzen in Überzahl hier. Es muss doch jetzt möglich sein, in Überzahl dieses Spiel zu gewinnen. Komm, hau raus. Ja. Wow. Alter Schwede, was war das denn für ein Freistoß, Junge? Hertha holt die Standards. Das vierte Tor in Folge und es ist ein Standard. Alter. Geil, Junge. Was ist das denn, Junge? Wo haben wir die Standardstärke her? Piep, mich am Arsch. Geiler Freistoß, Alter. Geiles Teil. Und voll rein damit in die Maschen. So. Hertha hat die Standardstärke zurück. Wir werden eine Macht bei Standards. Monika. Oh. Ah, nee. Oder? Nee. Kann da nur mit dem Foul, kommt da nur mit dem Foul vorbei. Ja, Kenny, beschwer dich nicht. Die lief eigentlich alles perfekt, ne? Haben die ersten 20 Minuten super überstanden, gehen dann irgendwie in Führung und dann kriegen sie eine rote Karte gegen sich, Elfmeter gegen, erst den Elfmeter gegen sich, dann die rote Karte gegen sich und dann noch so ein Freistoßtor da rein. Für die ist innerhalb von 5 Minuten alles kaputt gegangen. Das sind natürlich so Situationen, so Freistöße oder so, genau, so Standardsituationen, die können dann auch einer Mannschaft in Unterzahl helfen. Wie viel Nachspielzeit gibt es denn eigentlich? So 2, 3 Minütchen bestimmt ja, ne? Durch die rote Karte und den Elfmeter. Hey, da sind die Tennisbälle wieder. Fehlerfrei durch, ja. 4 Minuten gibt's. Perfekt.
Ich hatte jetzt auf 2 oder 3 getippt, aber. Boah, geil, für die 4 Minuten geht die Mannschaft jetzt nochmal in die Kabine. Sehr sexy. Nice. Ey Leute, wir führen, ne? Ihr wisst schon, dass wenn das Spiel abgebrochen wird, ist das Spiel vorbei. Alter, für die 4 Minuten, Alter, für die 4 Minuten. Alter. What the fuck? Okay, das heißt, die spielen jetzt noch die 4 Minuten zu Ende. Dann wechseln die kurz die Seiten. Und dann geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Was ist das denn für eine kuriose Regelung? So, die wahrscheinlich kurioseste zweite Hälfte ever beginnt gleich. Wir spielen jetzt noch die erste Hälfte zu Ende, um dann gleich in die zweite Hälfte zu gehen. Um Gottes Willen, Alter. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal treffen, ist das noch. Haben wir dann, steht es dann zur Halbzeit 3-1, ja? Um Gottes Willen, Alter. Das heißt, wenn du zur Halbzeitpause wechseln willst, wechselst du also quasi dann in 4 Minuten. Oh, aber wenn du jetzt wechselst, wechselst du ja noch in der ersten Halbzeit, ne? Und nicht in der zweiten Halbzeit oder zur zweiten Halbzeit, ne? You know? Alter, ist das verwirrend, meine Damen und Herren. Aber egal. Gottes Willen. Wir hätten auch einfach sagen können, wir hängen die 4 Minuten hinten dran ans Ende des Spiels. Ja, die wechseln jetzt doch schon. Also die wechseln jetzt doch in der ersten Halbzeit. Was wird? Die wechseln jetzt noch in der ersten Halbzeit. Faktisch gesehen ist das ja noch die erste Halbzeit. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Vorteil. Winkler, boah, Winkler ist zu langsam. Muss den Haken schlagen. Ecke, oder? Ja, komm, jetzt der dritte Standard, meine Damen und Herren. Ah, es war noch nicht mal ein Foul. Ja, und das ist Ecke. Noch in der ersten Halbzeit. Es wird alles nachgespielt. Ja, perfekt, Digga. Boah, geil. Wir sind noch in Halbzeit 1, Freunde. Ich will es nur gerne nochmal sagen. Ist das kurios, Alter. Die Halbzeitpause vor der Halbzeitpause. Müssen die jetzt den nächsten Wechsel auswechseln? Das läuft ja alles wie am Schnürchen, ey. Ja, nein, keine kurze Ecke, Leute. Wer schießt denn? Wenn Palko den macht, na dann geht er gleich rein. Wir haben ja in Magdeburg auch schon per Ecke getroffen, ne? Die ist gut, die kommt gut! Ja. Schade. Aber Palkos Ecken sind gut. Halbzeit. So, und einmal die Seiten wechseln und weiter geht's. Ist das bescheuert. Und jetzt zweite Halbzeit. Es geht alles über Fabi. Na! Tabakovic, was machst du da, Junge? Dreht sich in die falsche Richtung. Das ist kein Foul. Das ist alles fair. Ja, man muss aufpassen, sonst kriegt er gleich noch eine Gelbe. Dann ist es. Feuerwerk von Magdeburg.
Schon wieder! Hey! Ja, Leute, ich habe heute Abend nichts mehr vor. Oh, Scheiße! Fuck! Das kann kein. Alter, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht zu glauben. Mein Gott. Aber das ist das, was ich erzählt habe. So Standards sind immer gut. Gerade auch für Mannschaften, die in Unterzahl spielen oder so. Weil dann immer mal was geht. Alter. Und jetzt fangen wir schon wieder zwei Gegentore und wir fangen wieder bei Null an. Hey. Mir ist warm. So, jetzt kann Boffling. Treibt mal nach vorne den Ball. Rese. Gute Flanke, gute Flanke, gute Flanke. Ah, schade. Ja, jetzt hat sich das ganze Momentum hat sich jetzt wieder gedreht. Wir haben 20 Minuten gut angefangen, dann hatte Magdeburg, dann wurden wir ein bisschen vom Glück geküsst, weil wir dann diese letzten guten 10 Minuten hatten, wo der Elfmeter kam mit der roten Karte und dem Freistoß. Und jetzt ist Magdeburg wieder am Drücker. Und jetzt brauchen wir gutes Ingame-Coaching. Und Pardada muss jetzt schleunigst was machen. Der muss jetzt schleunigst was machen. Eigentlich waren nur die ersten 20 Minuten gut und danach war es halt ein glücklicher Umstand mit dem Elfmeter und dem Freistoß. Und der roten Karte natürlich. Wir haben komplett die Linie verloren. Ich könnte dir tatsächlich nicht mal sagen, wer hier gerade in Unterzahl spielt und wer nicht. Könnte ich dir nicht sagen. Ja, Billy kommt. Dann wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, Palko gehen? Nee, nicht Palko, wahrscheinlich Bouchalakis. Schieß doch nicht einfach! Ja, Rese! Rese ist, Alter, Rese, Junge. Da war auch jetzt wieder viel Glück dabei, ey. Junge, da war aber auch schon wieder viel Glück dabei, ey. Fabian Rehse, du bist so ein Tier. Das ist so ein Tier, lieber Team. Das kannst du dir. Es ist dasselbe Ding wie gegen Hamburg, nur umgekehrt. Da hat Rehse geschossen und Tabakovic hat ihn reingemacht und jetzt ist es einfach, er versucht's. Und dann hat Reimann keine Chance mehr und Rehse macht ihn rein. Da hat er dann einfach keine Chance mehr. Ja, Tabakovic versucht's. Finde ich aber auch gut, dass er es dann so macht und nicht irgendwie versucht, einen Heber zu machen. Und dann kommt Fabian Rehse und dann muss er den nur noch reinmachen. Perfekt. Und jetzt aber bitte, Leute, jetzt aber bitte, Leute, das Momentum wieder auf eure Seite ziehen. Was ein Spiel, ey, Freunde. Aber so viel Spannung, so viel Dramatik wollte ich eigentlich nicht schon wieder haben. Boah, Leute. Könnte das ein zweiter Sieg in Folge werden? Aber wir haben ja noch 30 Minuten, ist noch lang. Falco Dardai heute elementar wichtig, ne? Das 3-2 rausgeholt und dann den Freistoß selber reingemacht. Ganz wichtig heute. Boah, Rehse schon wieder durch. Nee. Ja, das war ein klares. Boah, zieht der Billy da weg, ey. Ey, Doppelwechsel. Wasser ist wieder da, meine Damen und Herren. Da ist er wieder. Er hat ja in Fürth auch schon gespielt, aber er ist wieder da. Ivo Maser. Falco Dardai, Mann des Spiels, meiner Meinung nach. Sehr gutes Spiel. So, Scherhand und Maser. Ja, ich hoffe, wir machen jetzt wenigstens auch irgendwie das 4-2 oder so, dass wir dann hier wenigstens mal noch ein bisschen Ruhe reinkriegen.
Ja, schön in die Schnittstelle. Ah, er verpasst das Einspiel, verpasst das Einspiel. Er verpasst das Einspiel. Das war, glaube ich, kein Foul. Das war, glaube ich, fair. Scherhand hat das Zuspiel auf Tabakovic verpasst. Er hat schon extra angezeigt, spiel ihn da rein. Hätte das mal gemacht. Oh! Kriegt er noch, kriegt er noch, kriegt er noch! Oh, Mann! Tabakovic, dann wär's gewesen. Tabakovic. Na gut, wie gesagt, auch schon länger nicht mehr getroffen. Ne? War Tabakovic da noch dran? War der Magdeburger da noch dran? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kriegen wir jetzt Ecke? Ja, sieht danach aus, ne? Boah, das wäre das Tor gewesen. Ne? Oh, jetzt ist ja Palko nicht mehr da, wa? Ja, muss Kenny halt jetzt wieder ran. Kenny? Schlechte Ecke und faul. Der macht und tut und schafft es einfach nicht. Sein Tor zu erzielen. In Magdeburg hat er ja nach Ecke getroffen im Hinspiel. Solange es nur 3-2 steht, ne, da muss nur ein Standard mal irgendwie gut kommen. Und genau das ist die Gefahr. Deswegen muss da jetzt Ruhe rein und im besten Falle noch ein 4 zu 2. Mit Geschwindigkeit. Wir müssen dieses Ding auch mal zukriegen irgendwie. Irgendwie auch mal zukriegen, mein Gott. Oh. Wir müssen dieses Ding irgendwie mal zukriegen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Die versuchen jetzt hier alles irgendwie, ey. Bitte, lass uns das noch einmal irgendwie, dieser Killerinstinkt, dieses Ding einmal irgendwie souverän noch durchkriegen hier. Mit zwei vor oder so. Irgendwie. Boah, Leute. Ihr kriegt doch das an! Sind doch meine Beine raus! Haben wir jetzt wenigstens Abstoß oder gibt er jetzt wieder Ecke? Boah, Alter, ich hoffe so sehr, dass denen irgendwann mal eine Ecke oder sowas um die Ohren fliegt, dass wir dann wenigstens dieses Ding irgendwie zukriegen, ey. Kannst du ja nicht mit ansehen, Alter. Das ist unnormal. Jetzt weg damit, Mann! Boah. Boah, ich werde nervös, Freunde. So, und jetzt lauf! Lauf! Lauf, Junge, Ivo! Ivo, lauf! Sehr gut, Ivo. Alter, oh, jetzt können wir schon keinen Konter mehr. Wir können schon keine Umschaltsituation mehr, weil sind schon wieder alle hinten. Sind schon wieder alle hinten. Boah, das Umschaltspiel muss man einfach besser ausspielen, ne? Boah, Alter, nee, ist es leider nicht. Ja, das nervt mich gerade, dass wir Magdeburg am Leben lassen, Alter. Jetzt zieh das Ding doch mal zu. Digga, wir sind hier, wir sind besser. Jetzt mach endlich dieses vierte Tor, Junge. Es nervt. Oh, nee. Ja, guter Ball, guter Ball, guter Ball. Wow. Wow, das war, Alter. Guter Ball. Vielleicht noch mal einen Meter weiterlaufen, dann hätte es gepasst. Boah, Alter, gute Idee. Ja, hier. Vielleicht noch mal einen Meter weiterlaufen. Ein mit Barkok, Alter. Ja, eigentlich schon. Ja, dann lauf noch mal einen Meter weiter oder so. Ein mit Barkok, Alter. Alter, Digga, Barkok. Den muss er ein, Alter. Also, wenn wir das Spiel jetzt so 3-3 spielen, dann liegt es an Ayman Barkok. Dann liegt es an Ayman Barkok, ey. Die Idee war so gut. Das war so eine gute Idee. Der stand blank. Er hätte sogar noch mal einen Meter weiterlaufen können. Und er macht ihn einfach nicht rein.
So, jetzt Magdeburg muss ich am Ball kommen lassen. Komm schon. Ich habe keine Idee, was Pardada jetzt mit den Wechseln vorhatte, aber Trust. Trust. Boah, Freunde! Oh, ich sag's noch, wenn Barkok den macht, ist das Spiel hier zu uns. Alter, Leute. Und jetzt hopp, hopp. Jetzt muss doch mal ein Lastung hier, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Noch 4 Minuten. Alter, Leute. So, und jetzt weg damit. Weg mit dem Ball. Ja, wir kriegen unsere Spiele einfach nie zu. Warum? Warum brauche ich immer eine Aspirin? Warum brauche ich immer Herztabletten dazu? Warum? Boah, Junge, der hätte wirklich gepasst, ey. Alter, ich hätte dir nicht sagen können, dass Magdeburg hier ein Mann weniger ist, ey. Junge, Junge, Junge. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, bei 11 gegen 11 hätten wir das Spiel verloren. Ja. Du sagst es, das wäre so typisch. Meine Güte, Alter. Komm, irgendwie ein Konter und dieses Ding hier noch durchziehen. Irgendwie. Irgendwie den Ball da raus. Irgendwie diesen Ball da raus. Komm schon. Komm schon. Meine Güte. Wir hatten so viele Torchancen. Es muss doch möglich sein, ey. Gerade dieses Barkok, gerade dieses Eamon-Barkok-Ding, ey. Digga, ey. Wenn wir das Ding hier nicht gewinnen, dann Barkok. Weg damit! Passi! Boah, faul. Boah, war klares Foul, Alter. Ah, ne, Pasi hat das Foul gespielt. Boah. Sind's dir den weg, ey? Anderthalb Minuten. So, und jetzt. Entlastung, Entlastung. Alle nach vorne, alle nach vorne. Boah. Halt doch den Ball einfach irgendwie fest, Junge. Halt diesen Ball doch einfach irgendwie fest. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst nur den Ball halten. Ist doch egal, ob ihr nach hinten spielt oder nicht. Du musst nur den Ball in den einen reinhalten. Meine Fresse. So, und jetzt. Komm. Aber jetzt, komm. Potter ist ganz gruselig, ey. Umschaltspiel, kannst du komplett knicken, Alter. Boah, ey, die Standards haben uns gerettet heute. Umschaltspiel, kannst du komplett in die Tonne treten. Alter Schwede, ey. Wir gewinnen diese Dinger immer nur mit Glück. Wir gewinnen hier immer nur mit Glück, Alter. Um Gottes Willen. Jetzt pfeift das Ding wenigstens ab hier, meine Güte. Jetzt pfeift das Ding ab, Alter. Die kriegen noch die Ecke. Ich habe gerade Bochum-Flashbacks vom Abstieg, Leute. Und raus damit! Jetzt pfeift das Spiel ab, Mann! So, jetzt! Meine Fresse, Alter! Boah, Mann, ey! Boah, Junge! Warum machen die das immer so spannend? Das kann doch nicht wahr sein! Wie kriege ich das aber auch nicht zu, ey? Junge, Junge, ey! Im 11 gegen 11 hätten wir das Spiel im Leben nicht gewonnen. Alter Schwede. Okay, Leute. Das war's.
Wir haben gewonnen. Zweiter Sieg in Serie. Nächsten Morgen jetzt weiter gegen Braunschweig. Haut rein, macht's gut und tschüss.